Eine letzte Maniküre-Methode hat mir persönlich noch gefehlt, damit ich so ungefähr einmal alles ausprobiert habe, Leute. Und da sind wir heute, denn Dunails hat vor kurzem die Gel Strips gelauncht. Das ist, ganz einfach gesagt, eine Maniküre zum Aufkleben, Aushärten, fertig und glücklich sein für 2 Wochen. Und die habe ich natürlich für euch getestet in der letzten Zeit und zeige euch heute Step by Step, wie man die anwendet und wie man sie entfernt. Hüpfen wir also rein ins Video und schauen doch erstmal, was für genau dich eigentlich die richtige Maniküre wäre. Jetzt gibt es alleine schon bei Dunails 3 verschiedene Maniküre-Methoden. Dipping Powder, Soft Gel Press-Ons und die neuen Gel Strips. Da stellt man sich vielleicht manchmal die Frage, naja gut, also jetzt habe ich nun mal immer normalen Nagellack verwendet. Das geht mir aber auf den Nerv. Was soll ich denn jetzt ausprobieren? Was funktioniert denn für mich? Und da gibt es jetzt einen Quizfinder bei Dunails auf der Website. Das heißt, da könnt ihr so ein bisschen nach euren persönlichen Bedürfnissen Fragen beantworten. Zum Beispiel, wie viel benutzt ihr eure Hände? Wie geschickt seid ihr? Was erwartet ihr euch von der Maniküre? Wie lange soll die halten? Wie kompliziert und aufwendig soll es sein und so weiter. Und dann spuckt euch am Ende ein Ergebnis quasi aus, welche Maniküre-Methode für euch die richtige ist. Und passenderweise, ich habe heute mal Anfänger gewählt, kommt natürlich die Gel Strips raus, ja, und die testen wir heute. Ich persönlich bin auch ein Riesenfan von Dipping Powder und auch von den Soft Gel Press-Ons. Die Unterschiede sind eigentlich relativ zügig erklärt. Man kann sagen, Soft Gel Press-Ons, wenn es super, super schnell gehen soll, also so ungefähr 10 bis 15 Minütchen. Und wenn ihr wirklich absolut komplett untalentiert seid und sagt, ich möchte nur ganz, ganz selten mal für eine Hochzeit, für eine Feier, für am Wochenende essen gehen oder whatever, einmal kurzfristig für bis zu 7 Tage schicke Nägel haben, ja, oder für ein Wochenende oder nur für einen Urlaub, dann sind die Soft Gel Press-Ons für euch auf jeden Fall das Richtige. Einfach aufkleben, fertig, glücklich sein. Dazu habe ich auch schon ein komplettes Video gemacht. Das findet ihr unten in der Videobeschreibung einfach nochmal verlinkt. Und dann kämen von der nächsten Schwierigkeitsstufe die Gel Strips. Da gehen wir gleich weiter drauf ein. Die halten etwas länger, erfordern ein kleines bisschen mehr Arbeit, aber dann hat man auch eine entsprechend bessere Haltbarkeit und auch ein bisschen mehr Auswahl. Dann kommt als dritte Methode eigentlich so schon eher die sagen, hey, ich nehme mir gerne Zeit dafür, das ist so meine Me-Time, ich mache das gerne selber, ich möchte ein bisschen kreativ werden und es darf auch gerne noch länger halten. Dann seid ihr bei Dipping Powder genau richtig, weil das dann bis zu 3 Wochen hält und ihr halt komplette Flexibilität habt. Da könnt ihr mitmachen und tun, worauf ihr Böcke habt und könnt euch austoben. Und auch zur Dipping Powder Methode gibt es natürlich schon einige Videos auf diesem Kanal. Ist auch meine bevorzugte Methode, die hält unfassbar gut und man hat wirklich sehr, sehr, sehr viel schöne Auswahl an Farben und kann da sich so richtig austoben, was Designs anbelangt. Braucht aber natürlich auch ein bisschen mehr Übung. Also wenn euch das interessiert, schaut da ganz gerne in den älteren Videos vorbei. Neu sind jetzt aber die Gel Strips und die möchte ich euch heute vorstellen. Das war so die letzte Methode, wo auch immer mal wieder welche von euch geschrieben haben, hey Sarah, willst du das nicht mal austesten? Das ist super geil, das geht easy peasy und so. Und als Dunails die jetzt gelauncht hat, dachte ich mir so, yes, das muss ich natürlich sofort auf Herz und Nieren für euch testen. Ich habe dann beim Launch direkt ein Paket freundlicherweise zugeschickt bekommen und konnte jetzt auch schon mal 2 Wochen die erste Maniküre für euch testen. Mir ist ja immer wichtig, dass ich euch ja auch direkt so eine kleine volle Review geben kann. Die Gel Strips kommen in unfassbar vielen schönen Farben. Natürlich jetzt so passend für Frühjahr, Sommer sind viele tolle, helle Töne dabei. Ich werde heute Lavender Mist mit euch auftragen und habe davor die ganze Zeit Baby Boomer drauf gehabt. Das Praktische halt natürlich an solchen Gel Strips ist auch beispielsweise mit diesem wunderschönen Schätzchen hier. Ihr könnt euch einfach so fertige Designs aussuchen. Wenn ihr sagt, ich bin selber so ein bisschen untalentiert, was halt so richtiges Nageldesign anbelangt. Es gibt auch wunderschöne Marble-Designs und super tolle Farben einfach oder auch so mit Glitzer beispielsweise. Dann ist natürlich sowas hier echt perfekt, weil ihr klebt es einfach drauf, härtet es aus und seid fertig.
Im Lieferumfang der Gel Strips ist eigentlich schon alles dabei, was ihr braucht. Eine kurze Anleitung selbstverständlich, ein kleines Rosenholzstäbchen, Cleaning Pads und selbstverständlich die eigentlichen Gel Strips. So sehen die aus. Das reicht für mindestens 2 bzw. 4 Anwendungen und ihr braucht zusätzlich natürlich die LED-Lampe und eine Pfeile. Wichtig ist als nächstes, dass ihr die Naturnägel mit dem Buffer jetzt ganz vorsichtig anraut. Dabei natürlich nicht so rabiat umgehen, es soll einfach nur die Haftung ein bisschen verbessern. Dann macht ihr die Nägel nochmal final sauber mit dem Cleaning Pad. Das entfernt den restlichen Schleifstaub und natürlich entfettet es die Nägel, sodass die Maniküre auch möglichst lange hält. Jetzt sucht ihr euch bei den Gel Strips die passende Größe für eure Nägel aus. Lasst euch dabei ein bisschen Zeit. Es ist wichtig, dass ihr vor allem die Strips nicht zu groß wählt, weil wenn ihr die auf die Nagelhaut klebt, verkürzt das auf jeden Fall die Haltbarkeit und begünstigt Liftings. Das heißt, lieber ein Tickchen zu klein wählen als zu groß. Und wenn ihr dann genauso kurze Naturnägel habt wie ich, könnt ihr die einfach alle in 2 schneiden und habt quasi doppelt so viele Anwendungen. Jetzt zieht man vorsichtig die Schutzfolie ab und entnimmt den Gelstrip von der anderen Seite der Folie. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Man kann das mit dem Rosenholzstäbchen machen. Ich finde aber, es geht so mit der Hand eigentlich viel, viel besser. Dann klebt man den auch schon direkt auf den Nagel auf. Ich setze den immer in der Mitte an und drücke dann die Seiten nach vorne hinweg einfach fest. Das sind ja sozusagen halbfeste Gelnägel, so ist auch die Konsistenz. Kann man sich ein bisschen wie einen festen Kaugummi vorstellen und es klebt auch natürlich direkt. Also das heißt, lasst euch beim Kleben ein bisschen Zeit, damit der gut sitzt. Jetzt ist wichtig, dass ihr vor dem Aushärten einfach die Ecken bzw. vorne an der Nagelspitze den Gelstrip einfach umklappt. Das könnt ihr so ein bisschen mit den Fingern machen oder aber euch da auch wieder das Rosenholzstäbchen zur Hilfe holen. Denn jetzt könnt ihr schon hingehen und auch so überschüssiges Gel sozusagen entfernen. Dafür könnt ihr auch die Pfeile ein bisschen nehmen, da müsst ihr aber aufpassen. Wie gesagt, der ist halt so halb ausgehärtet. Wenn ihr da zu viel dran rumreißt, hin und her zieht oder auch beim Kleben nicht aufpasst, kann das sein, dass das leicht verrutscht und das würde man hinterher sehen. Dann geht das Ganze das erste Mal 60 Sekunden unter die Lampe. Danach habe ich nämlich festgestellt, lässt es sich besonders gut nochmal fein feilen. Das heißt, überall, wo noch so ein bisschen vom Gelstrip übersteht, wo ihr umgeklappt habt, da nochmal vorsichtig mit der Feile drangehen und sozusagen die Reste entfernen. Also ich finde, das hat nach dem ersten Aushärten am besten geklappt. Das ist schon so meine Erfahrung, die ich hier gern mit euch teile. Und dann geht das Ganze für ein zweites Mal 60 Sekunden unter die Lampe und dann ist die Maniküre auch schon fertig und hält mindestens 14 Tage. Ich habe euch ja eingangs gesagt, ich habe das Ganze schon mal auf Herz und Nieren getestet und hatte jetzt die letzten 2 Wochen schon die ersten Gelstrips jetzt einmal drauf und habe euch natürlich jetzt auch direkt einmal mit abgefilmt, wie man das Ganze entfernte. Das ist auch super, super einfach und ich muss sagen, ich war von der Haltbarkeit wirklich sehr positiv überrascht. Dazu kommen wir dann aber nach dem Entfernen im Fazit. Nach 14 Tagen sehen meine Gelstrips also so aus. Gut rausgewachsen, bisschen gelitten durch viele Gartenarbeit, also Zeit für Neues. Dafür nehmt ihr einfach einen Behälter, gebt warmes Wasser hinein, einen Pumpstoß Handseife und 2 Pump vom Enternaöl. Dann weicht ihr das Ganze für 5 Minuten ungefähr ein, sodass der Kleber sich lösen kann. Ihr könnt währenddessen nach der Hälfte einfach einmal unterbrechen und schon mal mit so einem Stäbchen, entweder mit dem Rosenholzstäbchen oder wenn ihr auch habt, so ein Maniküre-Tool, leicht unter den Gelstrip gehen, sodass diese Öl-Spüli-Mischung mit dem Wasser besser quasi an den Kleber drankommt. Nach der Einwirkzeit könnt ihr ebenfalls wieder mit so einem Nageltool die Gelstrips quasi runterhebeln. Das ist ähnlich zu den Softgel Press-Ons. Es ist letztendlich eigentlich nur Kleber auflösen und das funktioniert echt gut. Ihr seht das, manchmal geht es komplett runter, manchmal hat man noch so ein bisschen Kleberreste und das muss man einfach ein bisschen mit Gefühl und mit Geduld ein bisschen da runterschieben.
ohne natürlich halt jetzt zu stark auf den Naturnagel einzuwirken. Aber wenn man dafür so ein bisschen Fingerspitzengefühl hat, seht ihr das, bekommt ihr das komplette rückstandslos wieder runter und eure Naturnägel haben keinerlei Schaden davon getragen. Ihr könnt dann mit einer Bufferfeile noch letzte unsichtbare Klebereste entfernen und dann habt ihr wieder ganz natürliche, saubere Nägel. Kommen wir zu meinem abschließenden Fazit. Ich hatte die ersten Gelstrips jetzt 2 Wochen drauf und ich bin nicht pfleglich mit meinen Nägeln umgegangen, so wie ich das im Quiz angegeben habe. Ich bin ja sehr, sehr viel im Garten jetzt zurzeit und achte da nicht drauf. Also da gehe ich voll rein, das ist mir alles egal und ich muss euch ganz ehrlich sagen, sie haben wirklich dafür richtig, richtig gut durchgehalten. Natürlich hat im Prinzip so ein bisschen dieser Klarlack, der hat ein klein wenig gelitten. Also wenn man genau drauf geschaut hat, man hat dann so leichte Kratzer da drin gesehen. Das ist aber das, was letztendlich mit jeder Maniküre irgendwann passiert. Je mehr man mit den Händen arbeitet, desto eher sind da auch einfach mal Gebrauchsspuren dran. Da bin ich überhaupt nicht enttäuscht von, denn das ist was ganz, ganz Normales. Normaler Nagellack, der ist bei mir nach einem Tag durch. Nur mal so im Verhältnis, Leute, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, schon mal direkt meine Tipps, auch die ich euch mitgeben kann. Man kann über die Zeit hinweg immer vielleicht vorne so ein bisschen beifallen. Das habe ich jetzt extra nicht gemacht, um euch zu zeigen, wie sieht das Ganze denn dann aus. Ich fand halt, dass es sich so ein bisschen auch angefangen hat, leicht zu liften. Das heißt, da merkt man auch, okay, die Maniküre kommt so ans Ende ihrer Haltbarkeit. Ihr habt ja gesehen, drunter beim Entfernen ist ja der Kleber und der löst sich natürlich irgendwann mit der Zeit. Also das ganze Händewaschen, Duschen etc., das sorgt natürlich dafür, dass Kleber ganz grundsätzlich sich irgendwann auflöst. Das ist auch ein ganz natürlicher Prozess und dass das Ganze sich auch liftet, ist auch normal. Und selbstverständlich, dass es rauswächst. Spätestens dann ist ja das Zeichen, dass man eine neue Maniküre braucht. Das Schöne finde ich persönlich an den Gelstrips ist, dass ihr einen sehr feinen, dünnen Aufbau habt. Der ist ja schon so quasi all in one zum Draufkleben halt fertig für euch vormodelliert. Das heißt, wenn ihr eher so ein Händchen nicht dafür habt, sage ich jetzt mal selber zu modellieren mit sei es Dipping oder richtigem Gel, dann sind Gelstrips auf jeden Fall für euch perfekt geeignet, weil ihr einen schönen Finish behaltet, der sehr natürlich ist, der eigentlich ausschaut wie, als wenn ihr ganz normal eure Fingernägel lackiert hättet. Die bleiben auch genauso dünn und fein, aber sie sind trotzdem mit einer dünnen Schicht Gel überzogen sozusagen. Und das ist bei mir persönlich halt der Riesenvorteil. Ich habe von Natur aus sehr dünne und brüchige Nägel und die sind mir nicht einmal eingerissen, gesplittert, wie auch immer, was mir sonst mit meinen Naturnägeln einfach passieren würde. Das heißt, die Haltbarkeit der Naturnägel ist auf jeden Fall sozusagen unterstützt, aber es ist keine Nagelverlängerung. Also versucht das nicht mit Gelstrips zu machen, das wird nicht funktionieren, weil dafür ist das ganze Konstrukt dann doch zu fragil. Aber ich muss sagen, für den Zeitaufwand im Verhältnis zu der Haltbarkeit, also vielleicht so ein Stündchen, vielleicht auch anderthalb am Anfang, bis man das so ein bisschen von der Handhabung her drauf hat, wie man mit diesen Gelstrips umgeht, dann habt ihr 2 Wochen danach Ruhe, finde ich persönlich ein super tolles Aufwand und Leistungsverhältnis quasi und bin sehr, sehr gespannt, was ihr sagt, welche Maniküre für euch persönlich die richtige ist. Vergesst nicht, ich habe euch ja schon gesagt, der 20%-Code findet sich unten in der Videobeschreibung, da findet ihr auch nochmal die anderen Anleitungen, wenn ihr jetzt nochmal ein bisschen vergleichen wollt, was das Richtige für euch ist, aber ihr könnt selbstverständlich gern auch das Quiz einfach machen, dann findet ihr es ganz, ganz schnell heraus und wenn ihr dann bei Dunitz bestellen möchtet, spart ihr euch gerne die 20% zusätzlich. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr solche Gelstrips schon mal ausprobiert habt, was eure persönliche Erfahrung und Meinung dazu ist und ja, ob euch das hier heute wieder ein bisschen Inspiration gebracht hat. Ganz lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!